Schlag den Star, Jana besiegt Janet Biedermann. Moderatorin Jana Ullmann, 41, hat am Samstagabend, 11. März, in der Pro7-Show Schlag den Star den Sieg eingefahren. Sie setzte sich in der erneut von Elton, 51, moderierten Sendung gegen Sängerin und Schauspielerin Janet Biedermann, 43, durch. Die 41-Jährige hat sich damit das Preisgeld von 100.000 Euro gesichert. Die beiden lieferten sich ein spannendes Duell, nachdem die Führung mehrfach wechselte. Legte Ullmann zum Finale einen Durchlauf hin und gewann 4 Spiele in Folge. Damit sicherte sie sich nach 13 Spielen den Sieg mit 70:21 Punkten. Die Gewinnerin erklärte laut Pro7 anschließend: "Es war saugeil. Am Anfang war ich kurz frustriert. Ich dachte, ich komme gar nicht mehr rein. Da musste ich versuchen, mich selbst ruhig zu halten. Ich war mit meinen Gedanken überall, nur nicht bei mir. Ab dem Becherspiel bin ich dann gut ins Spiel gekommen. Mega geil. Ich werde das nie vergessen. Ich habe einen Adrenalinpickel bis, ich weiß gar nicht wohin. Und ich glaube, ich werde den auch noch ein paar Stunden halten." Anführungszeichen. Janet Biedermann zieht ebenfalls ein positives Fazit: "Es war total schön. Es hat riesen Spaß gemacht. Und es war die ganze Zeit ganz knapp zwischen uns. Das hat die Spannung nach oben getrieben. Ich habe es geliebt und ich freue mich für Jana. Ich habe von Anfang an gesagt, ich gönne es mir. Aber ich gönne es genauso ihr. Es war ein schönes Happening und ein schöner Ausgang." Anführungszeichen. In der nächsten Ausgabe der Show gibt es eine Premiere, wie der Sender unter anderem auf Twitter verriet: "Es treten 2 Duos gegeneinander an. Dann heißt es The Boss Hoss gegen Bastian Bielendorfer, 38, und Özcan Kosa, 41.